Ja, bei mir Andi Timmel, Sechser vom TuS Winterscheid. Herr Timmel, Sie hatten über eine lange Zeit sicherlich nicht den Zugriff auf das Spiel, wie Sie sich das erhofft haben, konnten aber dann nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit Bergheim nochmal attackieren. Woran hat es gelegen, dass man dann doch nicht seine Chancen verwerten konnte? Ja, ich denke mal, in der zweiten Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht und auch da besser den Zugriff gekriegt. Ja, die Torchancen eben einfach auch wahrscheinlich auch wegen der Hektik, denke ich mal. Wir sind da klar B-Ligist, aber da sind wir vielleicht vorne nicht kaltschnäuzig genug, wie jetzt hier der Bezirksligist, wo ich sage, wir haben, glaube ich, auch mehr Chancen im ganzen Spiel. Und ja, der Bezirksligist macht es einfach besser und macht aus den wenigen Chancen halt mehr. Ja, das ist, glaube ich, heute der Knackpunkt gewesen in dem Ganzen. Ja, Bergheim konnte gerade in der ersten Halbzeit aus der Tiefe heraus die Flanken nutzen. Winterscheid wusste da nicht ganz mit umzugehen. Hat man dort vielleicht dann auch den Klassenunterschied gemerkt oder glauben Sie, dass das einfach individuelle Klasse war? Ja, ich denke, gerade vorne hatte Bergheim sehr gute Leute, die das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, und wir sind auch ein bisschen unstrukturiert da in der ersten Halbzeit gerade gewesen, mussten uns, glaube ich, erstmal finden, was wir dann in der zweiten Halbzeit auch, glaube ich, ganz gut gemacht haben und ja, den Gegner nicht mehr so zum Zug kommen haben lassen, wie es in der ersten Halbzeit der Fall war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.